Ah, schon besser. Ich finde, du übertreibst es etwas. Man kann den Fun nicht forcieren, Alter. Mann, wie viele Punkte bin ich denn? Wie viele Punkte? Du? Wo müssen wir stehen? Warum? Das können wir alles eh schon. So, jetzt kommen wir wieder hier hin. Zu Le Goal. Das heißt, wir müssen es jetzt irgendwie schaffen, sie rechtzeitig zu überzeugen. Aha. Goal? Ja? Wer spricht da? Mein Name spielt keine Rolle. Mein Name spielt keine Rolle. Na, das sehe ich aber anders. Ich habe es zufällig sehr eilig. Wenn du nicht mal deinen Namen über die Lippen bekommst. Okay, mein Name ist Rufus. Ich kenne keinen Guff. Es heißt ja auch Kuhschuss? Kuh. Nein, Ruh. Aber mit Fuß. Kuhfuß. Nein, ich. Ach, egal. Du darfst nicht gehen. Jetzt reicht's mir aber. Wer bist du? Hat dich mein Vater geschickt? Wenn ja, kannst du ihm ausrichten, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Und dass er mir nachspionieren lässt, ist wohl der Obergipfel. Wenn er mir was zu sagen hat, soll er das gefälligst persönlich machen. Dieses Gespräch ist beendet. Nicht gut. So. Es ist ja also wirklich nicht besonders super. Wo soll ich, du kalte? Geil, ey. So. Auf geht's. Bring mich bitte einfach dorthin. Vielen Dank. Wir schnappen uns den Schlägel. Und wir müssen rausfinden, echt, was wir mit dem Rest noch machen können. Wir haben ja da unten jede Menge Sachen sammeln können. Unter anderem einen Aluhut. Frage ist, was wir mit dem dann... Achso, ja. Bla 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 bla. Ich glaube, ich nehme das nicht. So. Ey. Geh da wieder rein. So. Klatsch. Dann brauchen wir einmal unseren Schlägel und packen den da dran. So, Gegengewicht ist natürlich weg. So, da wir wollten eigentlich dahin. Da kommt nur aber Klopfer. Gehen wir erstmal zum Ältestenrat. Achso, nee, wir brauchen erstmal. Ah, natürlich. Erstmal zur Chillout Zone. Denn wir brauchen ja erstmal die Wärmelampe. Haben die eigentlich nicht, die Vögel? Naja. So, Spa. Hier gab es nichts. Streichel so. Cocktailbar. Hier gab es auch nichts. Dann, Fahrstuhl. So, mit der Lampe einmal zum Ältestenrat. Dort besorgen wir uns nochmal die Teile, die wir hier hatten. So, da tauschen wir halt aus. Was war ich? So. Hier müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen skippen. Wir kennen nämlich den Dialog schon. Obwohl, das auch. Ah. So, erstmal Stroh nehmen. Alu, Dingsi. Den Drink nehmen wir auch. Stroh. So. Das braucht immerhin Regen. Das ist nicht alle im Grund. Und vielleicht keine. Das können wir jetzt ihm echt nicht geben. Auf ihn, außer ein. Und was ist da an? Auf ihn, außer ein. Okay, wir müssen das also wahrscheinlich. Chillout Zone. Müssen wir es wahrscheinlich einen von denen geben. Wir probieren es mal bei ihm. Was ist? Och, nur ein kleines Präsent. Eine Hand wäscht die andere. Wenn du schrittweise verstehst. Dann muss ich passen. Ich habe vorhin meine Hände eingefettet, damit das Streicheln leichter von der Hand geht. Wie ekelhaft. So, auf zur Cocktailbar. Dort können wir es ja nochmal probieren. Das dem ältesten Trois zu geben.
mal, was ich hier habe. Was auch immer es ist, es muss warten. Ich bin momentan nämlich nicht im Dienst. Sag bloß. Und ich, Trottel, wundere mich, warum ich kein Blaulicht sehe. Können wir das Zeug hier... Können wir aber nicht einfach in den... Wurst-Finks-Wurst. Das wollte ich eigentlich woanders verwursten. Aha. Echsenhaut. Auch nicht das hier. Oh. Schade, das ist zu groß, um es einzuwursten. Zu groß zum Einwursten. Das wollte ich eigentlich... Das könnte man ihm auch vielleicht geben. Schade, das ist zu... Können wir ihm den Drink anbieten? Das habe ich vorhin auch nicht probiert bei den anderen. Nein, danke. Ich habe noch. Verdammt. Zum Spar. Können wir ihm den Drink geben? Hast du Durst? Nein. Mein Körper durchläuft gerade einen Entschlackungsprozess. Bist du sicher, dass er in die richtige Richtung läuft? Aha. Können wir ihm den Aluhut andrehen? Firlefanz vom Leib. Ich bin nicht im Dienst. Da hat's für meinen Geschmack schon mehr als genug Haut. Yeah. Okay. Bleib mir mit, ich bin... Hier können wir ja auch nichts machen, leider, ne? Die Sauna hat ja leider geschlossen, blöderweise. Können wir ihm vielleicht in die Dinger gehen? Ich störe ihn lieber nicht bei der Arbeit. Der arbeitet doch gar nicht. Aber wir können ihm vielleicht den Drink hinstellen. Vielleicht geht das ja. Was ist das? Och, nur ein kleines Präsent. Eine Handwäsche. Dann, ich hab... Wo war der Typ jetzt? Ah ne, der war ja überhaupt nicht hier. Ach, jetzt laufe ich den langen Weg, toll. Hier, Fahrstuhl. Ältestenrat. Kündigen. Komm ihm nicht den Drink ins Gesicht kippen. Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Du Scherznudel. Auf ihn. Außer ein... Das ist schon braun. Ein Weit... okay. Können wir das die Echsenhaut drauf machen? Auch nicht. Können wir den Aluhut drauf machen? Können wir mit der Zange irgendwas machen? Können wir irgendwas hinmachen? Und was ist das? Was ist das denn? Auf ihn. Außer einem... Können wir ihm die Echsenhaut geben? Auf ihn. Außer einem... So, wir brauchen noch die Bälle, stimmt. Git, die Sonne. So, das ist auch so schon vielleicht. Das braucht immerhin. Das ist nicht im Unfiel. Kein. Na, nicht. Ich muss nicht. Können wir das irgendwie an den Kopf werfen? Auf ihn, außer auch nicht. Aha. Als ihm der Sapsch geschmolzener Vergnüglichkeiten durch die Finger ran, musste er sich unwillkürlich fragen: Ist das die Ironie des Schicksals? Oder nur ein weiterer Nebeneffekt eingeatmeter Plastikdämpfe. Vielleicht doch einfach beides. Plastikschmelz. Ich muss meine Sachen nicht desinfizieren. Das sind nur die Bakterien und die können... Das immer. Das ist nicht im... Okay, ich habe noch eine andere Theorie, und zwar... Da fehlt ein Klang. Ja, deswegen sollst du das ja auch... Da fehlt... Okay, also irgendwie müssen wir das formen, das nicht Teil. Im Grunde und vielleicht. Das braucht immerhin. Das ist. Ich muss mein. Das und die. Gehen wir mal zum Habitatring. Vielleicht können wir bei den beiden hier an der Seite noch irgendwas erreichen. Und? Stimmt. Ich kann. Ach, ich will. Oh Mann. Ja, wie wär's denn damit? Wie wär's mit bunten Plastikvorhängen? Nicht übel. Die lassen sich super abwaschen. Andererseits wirkt Plastik immer so billig. Findet ihr? Ich hatte jahrelang Bettwäsche aus dem Zeug. Das ist eklig. Wie Echsenhaut. Wär's mit Echsenhautvorhängen? Nein, solche hatten wir in unserer alten Wohnung. Sie werden einfach zu schnell ledrig. Und sie stinken mit der Zeit. Verstehe. Aus demselben Grund haben wir Tonis Oma in ein Heim gegeben. Können wir ihr einen Alu mitgeben? Alles, was wir brauchen. Und vielleicht... Gott. Oh Gott. Oh, ja, da kotze ich auch, du. Hast recht, Rufus. Goals Habitat. Können wir denn hier nichts machen?
können wir auch nur den Flügel können wir zumindest benutzen. Sag mal. Das war Fistubanause. Aha. Da White ist noch Key. Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. Können wir vielleicht jetzt schon, ich will es einfach mal, Alter, so ausprobieren. Jetzt den White Key dahin. Und Plastikschmelz oben drauf. Dafür brauche ich nur und? Das war ein schöner Ton, aber etwas farblos. Um zum Computerkern zu kommen, müsste das deutlich röter klingen. Ha, also ist es noch nicht so... Da ist noch leider kenne ich. Ich muss mal... Ist noch nicht rötlich genug, oder was? Können wir vielleicht das Zeug anschmelzen? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ja... notwendig. Ich kenne nur eine Methode, um Zähne zu bräunen. Dafür benötige ich Wenzels Zahnbürste. Und was ist an... auf ihn? Außer einem... Kann ich noch mehr Welle mitnehmen? Das hier ist auch reintun? So schon vielleicht. Wo packe ich denn den White Key rein? Ich muss ja jetzt irgendwie hiermit nicht was erreichen. Das braucht immer, das ist. Ich dachte eigentlich, Plastikschmelz wär's schon. Als ihm der Sapsch geschmolzen ist, das. Ich muss mal, da sind mit und die. Ach, ist doch komisch. Wo muss ich denn hin? Also definitiv nicht Fun Zone. Könnt nochmal zur Chill-Out-Zone. Kann ich eigentlich den Streicheltieren... Dafür braucht... Und einen... Dafür... Und... Dafür... Und... So, können wir hier irgendwas machen? Nee. Also ganz so leicht wird das alles noch nicht sein. Nee, also hier können wir auch noch nichts machen. Der Tassettenschlitz haben wir höchstens. Keine Sachen in eine weitere Lektion, die man mir nicht... Aha. So, hier gehen wir raus. Wie kriegen wir das Ding rot? Wie kriegen wir das Ding rot? Eigentlich am besten echt in der Sauna. Ach, dieses ganze... Nicht in... Cocktailbar, Wurstdingsy. Können wir das hier verwursten? Okay, hat sich das jetzt gut angehört oder hey, eher schlecht? Das funktioniert ja tatsächlich. Jetzt haben wir ein Wurst-Key. Alles ist besser als Wurst. Da ist noch leider. Da ist leider. Okay, dann probieren wir es einfach mal. Ich meine. Ne, Try and Error vielleicht. So. Igitt, was für ein wurstiger Sound. Um zum Computerkern zu kommen, müsste das deutlich röter klingen. Ältestenrat nochmal. Es ist echt nicht einfach gerade. Ich stehe noch so ein bisschen auf dem Schlauch, wo die Reise hingehen soll. Na, wer sagt's denn? Rot wie Tax Nase am Schlammkuchenfest. Ah, Red Key. So, wunderbar. Es wird jetzt ein wurstiger Sound bleiben, schätze ich mal, aber dafür sollte es gehen. Oh. Juhu! Ein Gast! Komm rein! Fühl dich wie zu Hause! Nimm dir einen Keks! Der schon wieder. Hä, wo ist der denn? Den habe ich jetzt hier nirgends gesehen. Okay, was haben wir denn erstmal hier? Ein Datasettenschlitz, ein Schalter, ein PC und ein Tower. Erstmal einen Schalter betätigen. Im Moment ist diese Funktion leider nicht verfügbar. Das Tolle Ach, da daran, oben. Du kannst es jederzeit erneut versuchen. Und wenn du eine passende Gencode-Datasette eingelegt hast, wirst du mit tollem Notfall-Klon-Personal belohnt. Hurra! Aha, praktisch. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier rüber und schauen wir mal, was wir so machen können. Gucken wir uns das mal vielleicht erst an. Das ist mein Tower-Gehäuse. Da sind mein Prozessor
dieser Rauswerftoaster beherbergt deinen Denkapparat? Deine Kartoffel würde auch nicht gerade einen Case-Modding-Wettbewerb gewinnen. Da habe ich anderes gehört. Man hört immer nur, was man hören will. Danke, Entschuldigung akzeptiert. Oh, offen, technisches Zeug. Aua, was tust du? Ich räume hier auf. Das tut wirklich weh. Bist du nicht darauf programmiert, gute Stimmung zu verbreiten? Aber, herrlich, wie du die Belastungsfähigkeit meiner Empfindungsfunktionen auslotest. Hab ich gern gemacht. Oh Gott, da ist noch nicht die Festplatte. Ah, was haben wir denn da? Das ist meine Festplatte. Ist das sowas wie dein Gehirn? Wenn du es nennen willst. Warum? Manchmal zähle ich sogar Wenzels Weichmurmel dazu. Ah, gehen wir mal in den Computer. Kann ich dir helfen? Ich suche die Tabelle für die Spaßpunkte. Kein Problemchen. Wechsel einfach auf Laufwerk G. Da gehst du dann in das Verzeichnis funzone/data/funpoints. Moment, nicht so schnell. Was wechsle ich? Das Laufwerk. Tippe einfach G, Doppelpunkt. Da fängst doch schon mal an. Ich will nicht tippen, ich will wissen. Und zwar, wo die Tabelle ist. Was willst du denn mit der Tabelle? Ich will meine Spaßpunktzahl erhöhen. Unmöglich. G ist ein Systemlaufwerk. Read-only. Physikalisch gesichert. Das eine merke dir. Nichts, lieber Ronny, ist jemals physikalisch vor einem Rufus sicher. Das stimmt sogar. Also das, da muss man einfach mal sagen, das ist absolut richtig. Das solltest du lieber sagen lassen. Und wenn nicht... Boah. Ich habe dich gewarnt. Das solltest du lieber... Und wenn... Das... Und wenn nicht... Alle guten Dinge sind frei. Okay, vielleicht glaube ich so langsam mal. Wo ist eigentlich dein Kopf? Wenn du damit das Gehäuse für Prozessor und Festplatte meinst, das steht da unten an der Seite. Wieso? Lass dich überraschen. So, können wir das echt in die Festplatte packen? Was tust du denn da? Mir wird mit einem Mal so... Ich sorge dafür, dass du dich an meinen Punktestand erinnerst. Ich brauche die 10.000 Spaßpunkte, um den Ältestenrat einzuberufen. Hui, das klingt witzig. Was sind Spaßpunkte? Was Spaßpunkte sind? Sag mal, ist bei dir jetzt endgültig die Sicherung lose? Kann sein. Mir ist ganz seltsam. Ich glaube, da stimmt was mit meiner Festplatte nicht. Kannst du mal gucken? Also, da ist alles in Ordnung. Ich kann keinen Fehler erkennen. Im Grunde kann ich hier sowieso überhaupt nichts erkennen. Das liegt bestimmt daran, dass du meine Datenbank formatiert hast. Was hab ich? Wusch, alles weg. Aber hey, nicht so schlimm. Das meiste war eh nur Ballast. Dienstbotsteuerung, Sicherheitsprotokolle, Gencodes von ausgestorbenen Tierarten. Wer's braucht? Ausgestorbene Tierarten? Ja, sicher. Elysium ist immerhin sowas wie eine Arche. Aber keine Sorge. Die Datenbank lässt sich ratzfatz wieder auffüllen. Du musst die Tiere einfach nur wieder einzeln einscannen. Warte, ich schalte dir den Scanner ein. Piep. Siehst du? Halb so wild. Und was ist mit der Spaßpunkttabelle? Leer. Ratzefatze. Wieso? Na, weil ich doch 10.000 Punkte brauche. Ach ja. Warte kurz. Piep. So, 10.000 Spaßpunkte sind eingetragen. Wie jetzt? Echt? Na klar, ohne störende Sicherheitsprotokolle gar kein Ding. Ist doch okay für dich, oder? Worauf du einen lassen kannst. Aber gerne, trink! Wasservorräte werden abgelassen. Oh. Party! Woohoo! Ach du Scheiße. So wollte ich das eigentlich nicht gestalten, aber gut. Gehen wir mal raus. Ich habe ja jetzt 10.000 Punkte. Hey, du. Ich bin wach. So. Aha, ich habe 10.000 Spaßpunkte. Wow, Glückwunsch. Zu dumm, dass die Ältesten gerade mit Serviceproblemen in der Chill-Out-Zone zu kämpfen haben. Aber keine Bange. Sobald sie die Fehler beseitigt haben, bekommst du deine Audienz. Verdammt. Und dann gibt es auch frischen Zupfkuchen. Ein bisschen weniger. So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.